Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer, auf meinem Kanal und zwar zu einem ganz besonderen Video. Ich möchte an dieser Stelle mal einen anderen Kanal vorstellen. Wir machen das beidseitig und zwar soll es heute mal um das Team Chilletic gehen und das möchte ich jetzt halt hier auch ganz herzlich begrüßen. Einmal den NB01 und den Guten LB-Klicke. Abend. Guten Abend, ja. So, und jetzt schauen wir doch mal hier kurz auf eurem Kanal vorbei. Wieso wir das machen? Wir spielen beide Age of Empires 3. Also da kam dann, sage ich mal, seit einiger Zeit auch eine Zusammenarbeit auf. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal direkt in eure Playlists. Ich finde, da ist immer alles am ordentlichsten dargestellt, dass wir sehen, was ihr alles so für Spiele spielt. Also neben dem großen Gewinnspiel, das jetzt schon vorüber ist, was sehr interessant war, spielt ihr Spiele wie CSGO und Age of Empires 3 und ja, dann noch so kleinere angespielt Videos, wenn ich das richtig sehe, wie FIFA 18 oder Age of Mythology. Oder die Kampagne in Age of Empires 3 spielt hier auch. Genau. Ja, ich habe schon zu Ende. Schon, ja, ist schon hier zu Ende. Aber Age of Empires 3, da kommen einige Videos, da habt ihr 37 Stück in eurer Playlist drin. Dann hier auch ein Best-of von Team Chiletic, ist auch sehr interessant gewesen, habe ich mir auch mal angeschaut. Was ich mal fragen wollte, ihr habt ja hier auch eine Playlist Age of Empires 3 Turnier mit 4 Videos. Ist das auch schon zu Ende? Waren das nur 4 Videos? Also wir wollten grundsätzlich ein Turnier starten, es war auch organisiert, nur das sind dann irgendwie nach dem Start des Turniers die Leute abgesprungen und somit gab es irgendwie anstatt 32 Teilnehmer nur noch 8 und das war dann auch ganz schlecht, ja, was heißt schlecht, weniger gut organisiert Ja, okay. und somit sind es dann halt nur 4 Folgen, aber es sind auf jeden Fall 4 Hochkaräter, Ah, das glaube ich gerne. wie du sonst richtig gesagt hast. Ja, wir bringen eigentlich von allem was. Also der Fokus liegt auf Age of Empires, weil uns die Community disliked, wenn wir kein Age of Empires bringen. Somit kommt eigentlich Age of Empires regelmäßig. Auch die ganzen anderen Projekte probieren wir mal wieder einzustreuen. Wenn uns die Leute dann sagen, ja, sie wollen mal wieder FIFA sehen, ja, dann bringen wir halt FIFA. Oder wenn die Leute sagen, ja, CSGO wäre mal wieder nice, wie gesagt. Ja, was ich sehr interessant finde, ist immer euer ja, Anfangstrailer, wenn ich das so mal sagen darf. Den würde ich mal ganz kurz zeigen. Das Intro, oder was? Genau das Intro. Mal schauen, ob wir das jetzt hier gleich auch schön hören können. Hallo und herzlich Ah, willkommen ne, hier zu. habt ihr kein. Ach, ihr habt es nur, glaube ich. Das habt ihr nicht bei jedem Video, oder? Kann das sein? Nee, wir haben Bei es bei fast Nices, allen. bei fettes Gewinnspiel müssen wir es dabei haben. Da müsste es Ja. dabei schon. Dann schauen wir hier mal. Kurz, ich habe hier. So, hier am Anfang. Hallo und herzlich Nee, da willkommen. ist es auch nicht dabei. Ach nee, das ist die Auflösung des Spiels. Nee, du musst das normale Video Ja, anklicken. genau. Dass ich das hier auch nochmal zeigen kann. Schön. Ist nicht schlecht gemacht. Wie kamt ihr da auf die Idee oder beziehungsweise wann habt ihr das mal eingeführt? Diese Begrüßung. Ja. Idee kam daher, dass wir einen Intro-Designer an der Angel hatten, sage ich jetzt mal, der uns das dann auch in der Tat gratis zur Verfügung gestellt hat. Oh, nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall interessant. Das würde ich in Zukunft auch mal mir überlegen, sowas in der Richtung anzueignen. Aber wie ihr genau gesagt habt, da braucht man, denke ich, einen, der das wirklich kann und beherrscht, sowas. Und Ja, wie das ist gesagt, halt auch wann das so. war, das kann der Krieger am besten sagen und wie es zustande gekommen ist, weil Ja, der hat da am genau. meisten verhandelt. Wir haben da halt dann einen Kumpel, habe ich dann Bescheid gesagt, und der hat dann halt auch ein bisschen was dazu getan. Und es war halt relativ am Anfang unserer YouTube-Karriere oder so. Ja, und wir haben das halt uns auch ausgesucht, weil das einfach so ein Markenzeichen quasi ist. Also, dass man halt direkt sieht, okay, das Video ist von Team Chiletic. Genau, Ja. ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Nur wenn man irgendwie die Lautstärke relativ hoch hat, dann ist es am Anfang Ja, da fliegen einem die Ohren weg. sehr laut. Genau, da fliegen einem die Ohren weg. Aber ist auf jeden Fall ein interessantes Gadget. Hier auch nochmal eure Info. Auf jeden Fall sehr schöner Kanal. Viel Age of Empires 3, was mich auch freut, wo wir zusammen spielen können. Ihr habt ja jetzt auch Playlists mit den Livestreams begonnen, die ihr seit kurzem dann da
auch öfter jetzt mal macht und 442 Abonnenten, also ungefähr doppelt so groß wie mein Kanal. Ist auf jeden Fall immer schön, naja, mit euch beiden zusammen spielen zu können. Also das ist ja vor allem auch was, was euch ausmacht. Ihr bringt so gut wie nur Videos, wo ihr zwei oder wenn dann mal mit noch jemand anderem zusammenspielt, aber ihr zwei seid so wirklich das Herz und die Seele dieses Kanals und eure Spielweise zu zweit ist auf jeden Fall auch interessant. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieses doch etwas länger gewordenen Infovideos, um hier mal einen Kanal zu zeigen. Ich will in Zukunft noch weitere solche Kanal-Infos bringen, einfach mit bei anderen YouTubern, die ich ebenfalls kenne und die, wie ich finde, eine gute Arbeit leisten, wollen wir uns einfach gegenseitig ein bisschen supporten und ich denke, da ist das ist auf jeden Fall was Schönes und deswegen schaut mal bei Team Chilletic vorbei und auch bei meinen nächsten Videos dann und bis dahin alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.